Ich bin Daniela Moormann-Meyer, komme aus Georgsmarienhütte, das ist bei Osnabrück oder zwischen Osnabrück und Münster. Und beruflich mache ich zwei Dinge, die eigentlich vielleicht für ein paar Leute gar nicht so wirklich zusammenpassen. Ich habe nämlich eine kleine Computerfirma, in der stelle Websites und berate da Kunden, aber ich gebe auch Computerkurse. Und auf der anderen Seite gebe ich Kinderkurse auf einem Reiterhof bei uns in Georgsmarienhütte. Das heißt, ja, mit all dem, was ich schon vorher gemacht habe als Edukinästhetik-Instructor, also so beide Gehirnhälften miteinander verbinden, verbinden wir das auch gleichzeitig mit dem Reitenlernen. Weil ich einfach für die Geschichte mit den Kindern noch ein bisschen was obendrauf setzen wollte. Die Edukinästhetik reicht heutzutage nicht mehr. Da sind einfach zu viele Kinder, kommen tatsächlich mit, ja, ich sage jetzt mal ganz extreme Traumata und Blockaden auch wirklich, ne, so ans Pferd ranzugehen. Das kannst du mit der Edukinästhetik nicht unbedingt wegkriegen. Da kannst du Lernen leichter machen, keine Frage. Aber mir fehlte noch so dieses, ne, Zusätzliche. Okay. Und dann habe ich ein bisschen recherchiert und ja, bin aufs IPE gestoßen, dachte mir, hey, Münster, cool, ist ja in der Nähe. Aber dann war die Ausbildung in Münster schon angefangen. Und dann war Essen. Und das war genial, weil ich hier total tolle Teilnehmer getroffen habe. Die Stimmung ist grandios vom ersten Tag an. Macht eine Menge, weil Daniel natürlich auch eine Riesenstimmung macht. Also er ist schon Entertainer, keine Frage. Also, ne? So viel gelacht habe ich noch nie in einem Seminar. Ich habe aber auch noch nie so wenig das Gefühl gehabt, wirklich von Zeit oder Zeitempfinden. Das ist weg, komplett weg. Also ich bin jedes Mal, ne, dass ich da sitze und denke, ach, Pause. So, ne? Und wir waren gleich eine sehr, sehr runde Gruppe. So. Obwohl völlig verschiedene Berufe, völlig verschiedene Altersgruppen, es war trotzdem rund. Und gleich auch nach dem Block 1 habe ich habe unglaublich tolle Menschen getroffen, die einfach in meinem Leben weiter da bleiben werden. Ja, das ist auch nicht immer. Ne? Du hast ja manchmal so, sag jetzt mal Hälfte oder vielleicht ein Drittel, ne? Wo du sagst so, ja, schön mit denen zusammen zu sein, aber hier ist es mehr. Ganz viel. Also selber bei mir am Anfang unglaublich viel noch ausgelöst, losgelöst, Dinge hervorgebracht, wo ich gemeint habe, ne, ich bin jetzt 49, hey, locker, easy, die habe ich schon lange bearbeitet. Nee, war gar nicht. Aber war auch nicht schlimm, weil du hast hier in den Übungsphasen Menschen, die mit dir gehen und tatsächlich schon begleiten. Völlig faszinierend. Du darfst es auch selber tun bei den anderen. Noch viel faszinierender. Und dadurch, ja, so ganz viele Dinge für mich ausprobiert, die ich auch tatsächlich nach Block 1 sofort habe anwenden können. 3 Tage nach Block 1 fiel uns ein Kind vom Pferd. Und es ist immer eine blöde Geschichte. Manche Kinder steigen sofort wieder auf und manche eben nicht. Und dann kriegst du sie manchmal nie wieder drauf aufs Pony. Ne? Und ich habe dann in dem Moment das Restepping, was Daniel wirklich ja nur als so Mini-Flyer mitgegeben hat, das haben wir ja noch nicht mal so geübt. Braucht man ja auch nicht. Man hat diesen Flyer und weiß es innerlich. Habe ich dann mit ihr gemacht und sie hat völlig begeistert danach gesagt, wo ist das Pony? Ich muss da wieder drauf. Und das war für mich, wow. Nicht, hey, ich bin schon perfekt. Ne? Aber so, genau das hat mir ja gefehlt. Zusätzlich zu meinem anderen Wissen, das noch umsetzen zu können. Und im Computerkurs für Senioren passierte dann Ähnliches. Und da habe ich mit der EFT-Methode die Angst vor dem Notruf-Handy weggeklappt. Und die Omi ging raus und sagte, ich fange es an zu lieben. So, wirklich, ne? Kindchen, das hat mir gut getan. Cool.